Hey Leute, willkommen zurück bei Terraria. So, wir sind auf der Suche nach einem Höhlensystem oder nach, keine Ahnung, eigentlich die Hölle war jetzt nicht unser primäres Ziel. Aber momentan gleichen die Arbeiten sich schon so ein bisschen. Höhlensystem finden oder Hölle finden, das ist irgendwie gerade die gleiche Arbeit. Wir graben uns einfach nach unten, in der Hoffnung irgendwo rein zu gelangen, zum Beispiel so wie hier. In irgendwas, was vielleicht auch mal ein bisschen größer ist. Das wäre natürlich auch ziemlich pornös. Ich mach mal Licht. Das sieht größer aus. Das sieht endlich mal ein bisschen größer aus. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier nicht alles wieder mit Wasser vollgeschleimt ist. Vollgeschleimt ist auch ein geiler Ausdruck. So, hier ist auf jeden Fall noch wieder vollgeschleimt. Oh, vollgeschleimt. Jetzt krieg ich auch noch Schluck auf, oder was? Glowsticks haben wir sowieso noch nicht genug. Deswegen ist es immer wieder schön, Glowsticks zu finden. So. Da ist ja schon wieder die nächste Qualle. Und ein Piranha sogar noch am Start. So, aber oh, nichts, ey. Nichts. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Nee, aber mal im Ernst. Wieso hat Harry so einen scheiß Pech? Jetzt komme ich da noch nicht mal mehr hoch, wa? Vielleicht wäre ja in einer anderen Richtung noch was gewesen. Moment, Harry, du wirst die... Jetzt erstmal ein paar Seile herstellen. So, okay. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall hoch. Sehr gut. Also das Rope ist eine sehr schöne Erfindung gewesen hier im neuen Patch, muss ich mal sagen. Sehr sinnvolles Item. Auch wenn das jetzt hier an dieser Stelle erstmal nichts gebracht hat. Kommen wir da vielleicht noch weiter hoch. Wir werden es gleich erfahren, wenn wir wieder ein paar Seile uns herstellen. Oh shit, ich habe die zu hoch geworfen, wa? So, diesmal aber... Na, was machst du denn? Ey, ist der zu blöde? So. Also entweder ist er zu blöde oder ich. Aber ich glaube eher er. Hehe, Pilzbiom, cool. Die braucht man doch, glaube ich, für Mana-Tränke, wa? Oh, das ist aber ein kleines Pilzbiom. Obwohl, naja, es geht. Es geht, es geht, es geht. Aber immerhin... Geht's hier noch weiter? Vielleicht haben wir Glück. Und es ist ein bisschen größeres Höhlensystem jetzt hier am Start. Wäre schön. Wäre schön. Also es ist ein größeres Höhlensystem. Aber glaubt nicht, dass wir irgendwie eine goldene Truhe oder so einen Scheiß finden. Es ist uns einfach nicht vergönnt, dass wir neue Items bekommen. Dann muss ich mich hier wieder durchgraben. Ey, verzieh dich. Hier geht's auch noch runter. Ah ja, sehr schöne Falle. Erstmal reingefahren, reingegangen natürlich. So. Also ich glaube nicht, dass es da unten noch irgendwie großartig weiter geht. Aber man kann es natürlich mal ausprobieren. Jetzt ist hier schon Lava. Und da ist sogar wieder Obsidian. Wir bräuchten natürlich auch noch ein bisschen Obsidian. Damit wir uns die Dingens herstellen können. So, warte mal, wenn ich mich hier hinstelle, das müsste passen. Wir brauchen doch noch später den... den Skull, den Obsidian-Skull. Ja, der ist wichtig, den brauchen wir. Ach ja, oh nee, ich kann mich immer noch nicht festhalten. Das ist ja wohl so nervig. So eine Anfängerfähigkeit, die uns hier noch fehlt, das ist echt schlimm. Erstmal das Obsidian kaputt machen da. Ich muss aufpassen, weil ich will natürlich hier nicht das ganze Wasser jetzt gleich bei mir durchsickern haben. Na gut, aber anders geht's ja gar nicht, leider. So, dann bauen wir hier schnell ein bisschen so ab. In der Hoffnung, dass wir dann schön viel Obsidian bekommen werden. Ja, genau. So muss es sein. Immer schön weiter abbauen und einfach das Obsidian in die Tasche stecken. So, wow. So habe ich das gerne, aber so nicht. So habe ich das überhaupt nicht gerne, wenn da einfach die Lava dann kommt. So, warte mal, wir haben ja hier noch Wasser. So, dann lassen wir den ganzen Teich hier auch nochmal ablaufen. Dann dürfte da unten noch mehr Obsidian sein. Also, ich glaube, wir sollten mal demnächst mit dem Spelunker-Potion hier nochmal durch die Gegend rennen. Da sehen wir dann die ganzen Truhen doch viel einfacher. So, okay. Jetzt ist das hier alles soweit erstarrt.
Und wir können uns theoretisch zumindest dieses Dingens herstellen. Ja. Warum nimmst du das Obsidian denn gar nicht mit? Weil wir vollgeladen sind. Weg mit dem scheiß Kupfer. Ganz ehrlich, ich brauch kein Mensch. So. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh, ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, hier ist eine goldene Truhe. Ja, zum Glück bin ich noch nicht weggegangen. Aber nur Hermes Boots. Die nehmen wir meinetwegen nochmal mit. Und die Waterwalking Potions. Die könnten wir gebrauchen, theoretisch. Für die Pfeile, klar. Warum nicht? Aber unser Inventar ist wieder voll. Wir müssen uns auf jeden Fall demnächst mal den Dingens holen. Den Tresor. Ja, komm, wir gehen erstmal nach oben. Ja, macht alles keinen Sinn sonst. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Erstmal den Obsidian. Nee, warte mal. Erstmal ein bisschen das Inventar ein bisschen ausleeren. Quickstack. Quickstack. So, Hermes Boots haben wir jetzt doppelt. Würde ich natürlich auch gerne anziehen, einfach mal hierfür. So, das hier können wir nachher halt, wie gesagt, zusammen mit dem Obsidian Skull zu einem Item machen. So, das kommt einfach schon mal hier mit rein. Und dann die Waterwalking Boots mit den Lava Charm zusammen. Shiny Red Balloon mit der Cloud in a Bottle. Das klingt für mich alles nach dem Plan, ja. Gravity Potion haben wir hier noch. Ey, die Goblin-Armee kommt einfach nicht, wenn man sie mal braucht, ne? Es ist ja wohl immer das Gleiche. Sonst nerven die einen ohne Ende. Und wenn man sich denkt, ey, Goblin-Armee, mach doch mal ein bisschen Stress hier. Dann denkt die sich, nö, mach ich nicht. Kein Bock. Mach deinen Scheiß doch allein. So, und langsam nervt es mich auch, dass das Inventar so zugemüllt ist. 999 Steine. Hier haben wir noch Sand. Braucht auch kein Mensch gerade. Obsidian brauchen wir momentan auch nicht mehr. Das brauchen wir dann frühestens für die Hellstones. Emeralds haben wir dort noch. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt wird es schon wieder Tag. Ja, noch ein Haus bauen ist auch nicht. Weil wir diese Tür nicht haben. Das ist halt ein bisschen kacke. Ja, wir müssen die Goblin-Armee haben. So, ich könnte natürlich meinetwegen gerne nochmal schauen. So, warte mal, wenn wir jetzt das mal ein bisschen schneller machen. Ob wir noch eine fliegende Insel finden. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. So. Fliegende Inseln gehen immer. Ja, sehr schön, dass wir jetzt mal ein bisschen schneller sind, endlich. Guck mal, wir sind schneller als unsere Skulls. Das ist natürlich auch toll. So, dann lasst uns nach oben gehen. Aber wir gehen in die falsche Richtung. Naja, okay. So, in diese Richtung soll es diesmal gehen. Fliegende Inseln, wir kommen. Ihr seid nicht mehr sicher vor uns. Hoffen wir, dass wir ein bisschen fündig werden. Ansonsten warten wir auf die Goblin-Armee. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt, dass wir die Goblin-Armee noch nicht am Start haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Hoffen wir einfach mal, dass wir sie demnächst hier bei uns begrüßen werden. Ah ja, hier ist unser Baum, Haus. Multifunktional. So, da brauche ich gar nicht mal so weit nach unten mich fallen lassen. Da weiß ich, dass da nichts mehr sein kann. Ach, schon cool, diese Bäume. Finde ich lustig. Obwohl wir halt noch ein paar Türen gebrauchen könnten davon. Das heißt, ich könnte ja noch mal wieder so ein paar Welten erstellen. Obwohl das auch nervig ist, dafür extra Welten zu erstellen. Müssen wir mit den normalen Türen vorlieb nehmen? Habt ihr noch einen Vorschlag, welche Türen man nehmen könnte? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr da eine bessere Idee als ich. Jetzt erzähl mir nicht, dass hier keine fliegende Insel mehr ist, ey. So ein Märchen glaube ich nämlich nicht. Ja, hier muss irgendwo muss noch eine fliegende Insel sein. Da könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Eine einzige fliegende Insel wäre ja wohl ein Lacher. Na gut, wir sind noch nicht nach ganz links gekommen, aber wir sind schon doch ziemlich weit gekommen. Pock, voll gegen die Decke der Welt. Wow, hier.
fliegende Insel. Und es ist Star Fury. Und Star Fury macht Melee Damage. Deswegen wird Star Fury einfach auch direkt verkauft gleich. So, und wenn wir wieder ein bisschen Tempo haben, so wie jetzt, dann geht die Reise weiter. Vielleicht haben wir Glück. Und es gibt hier noch eine weitere fliegende Insel irgendwo. Obwohl, ich glaube, wir brauchen gar kein Item mehr von der Insel. Es gibt, glaube ich, noch dieses zielsuchende Zeugs, ne? Weiß aber gerade nicht genau, wie viel Schaden das macht. Wahrscheinlich nicht so viel wie der Skull. Obwohl, der Skull trifft dafür natürlich immer, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, trotz alledem bin ich mir nicht so sicher. Entweder fliegen wir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich kann ja mal ein bisschen weniger Gas geben. Oder wir werden keine fliegende Insel mehr finden. Also wir haben nur noch ein paar Sekündchen Zeit. Wenn sich jetzt gleich keine Insel auftut, dann können wir uns eigentlich auf den Boden fallen lassen. So, eine letzte Drehung. Und, oh, shit, 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 komm schon, komm schon, komm schon. So, und es reicht, um noch eine weitere fliegende Insel zu finden. Wow, nice one, damit habe ich nicht gerechnet. Und wir haben hier den Lucky Horse Schuh, sehr schön, den können wir gut gebrauchen. Die Coins nehmen wir gerne mit. Und, ja, würde ich sagen, ab nach Hause wieder. So, der Lucky Horse Schuh, nice. Der kann uns auf jeden Fall nochmal gute Dienste erweisen. Joa, ansonsten, was machen wir jetzt noch Schönes? Ich weiß nicht, was ich für Türen nehmen soll, das ist das Problem. Okay, egal. Können wir einfach hier die nächste Kammer hinmachen. Bam, bam, bam. Hier. So, bis hier würde ich sagen. Dann machen wir hier die ganzen Blätter wieder weg. Und hier geht's einfach dann nach oben. Zack, sehr gut. Ey, nimm das mit. Wir brauchen die 4 Glasblöcke noch, die wir noch haben. Hier für ein weiteres Fenster natürlich. Und wir brauchen noch ein paar Holzrückwände. So viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube nicht, dass wir damit auskommen werden. Eine Bone Door könnten wir machen. Aha. Weiß ich aber nicht, ob uns das was bringt. Wir machen erstmal einen normalen Tisch, würde ich sagen. Obwohl, warte mal, ich hätte auch Bock. Hauen wir nochmal weg. Dafür muss ich aber nach oben, ne? Ein Bett uns herzustellen, dass wir hier unten einfach immer unseren Spawn haben. Und dann könnten wir den Guide hier oben auch hinschicken, einfach. Spinnenweben, hier sind sie. Wusste ich's doch. So, die Webmaschine ist hier unten sogar. So, 5-mal, bitteschön. Das dürfte dann genügen. Jetzt müssen wir erstmal nach ganz oben rennen. So, und hier können wir dann ein Bett uns herstellen. Und auch machen wir einfach so einen Dresser. Genau, das passt doch beides dann auch zusammen. Und trotzdem brauchen wir noch Rückwände. Da sind sie. So, und eine Tür. Die jetzt so aussieht. Wie gesagt, falls ihr bessere Vorschläge habt, was die Türen anbelangt, immer her damit, Leute. Ich werde da mich gerne eines Besseren belehren lassen. Und würde ich sagen, hier kommt das Fenster hin. Na doch, keine Fackel am Fenster. Wie sieht das denn aus? Junge, du hast ja mal gar keinen Geschmack. Obwohl doch, du hast Geschmack, aber einen beschissenen Geschmack. So, das Bett kommt natürlich hier hin. Und der Dresser vor das Fenster wäre jetzt irgendwie schwachsinnig. Machen wir den dort. So, genau. Alles klar, jetzt kommt hier die Tür hin. Und, na komm. Öffne die Tür. Ach, scheiße. Die Wooden Platforms hier sind im Weg. Die Wooden Platforms sind im Weg. Das ist schlecht. Kommen wir so? Nein, da komme ich nicht hoch. Nein! Was machen wir denn jetzt? Oh mein Gott! Das ganze System wurde gehackt. Die müssen hier eh bleiben, fällt mir gerade mal so auf. Aber die hier, warte mal, die könnten wir auf die Höhe machen, damit das hier ein bisschen besser aussieht. Ey, gib den her, den brauchen wir hier. Und ich denke, dass wir hier auch hochkommen sollten, ne? Ja, genau, hier kommen wir locker hoch. This house is suitable. Lieber Jacob, du gehörst jetzt hier mit hin.
Und dann machen wir hier unseren Spawnpoint hin. Und, ah, warte mal, hier könnten die Wooden Beams auf jeden Fall noch hin. Genau. So. Ha! Sehr schön. Dann machen wir hier auch nochmal Lichter. Nee, noch ein bisschen höher. Nee, noch ein bisschen tiefer. Genau, so. Machen wir dort noch Lichter hin. Und dann sieht unser Baumhaus doch aus. Okay, ich würde sagen, das kann man so anbieten, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal hier. An dieser Stelle wieder mal gucken, ob Jacob dann auch schon hier eingezogen ist. Und mal gucken, ob wir dann vielleicht die Goblin-Armee endlich mal sehen und dann diesen schönen Workshop bekommen, damit wir unsere Items alle ein bisschen upgraden können. Ansonsten könnten wir in den Dschungel gehen. Was will er im Dschungel, denkt man sich jetzt wieder. Einfach mal schauen, ob wir noch ein paar goldene Truhen finden. Vorher vielleicht ein Spelunker-Potion machen, aber ich weiß es noch nicht genau. Schreibt mir Kommentare, falls ihr Vorschläge habt. Und ja, falls ihr das Haus hier cool findet, kloppt den Daumen nach oben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.